eine Kabinenbahn nicht im Hochgebirge, sondern an der Mosel. Dieses Unikum gibt es tatsächlich. Allerdings fährt Trier-Seilbahn seit Herbst 2000 nicht mehr. Die Talstation am Zurlaubener Ufer und die Bergstation auf dem Pallener Felsplateau neben dem Weißhaus sind verwaist. Mehrere Versuche, die Bahn wieder in Fahrt zu bringen, sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Betreiber Peter Schwab aus Bad Dürkheim hat vergeblich nach einem Käufer Ausschau gehalten. 2004 scheiterte der Neustartversuch in eigener Regie an einem tragischen Unfall. Ein Mitarbeiter Schwabs stürzte in der Vorbereitungsphase aus einer Gondel 8 Meter in die Tiefe und starb. Getan hat sich seither nichts mehr. Deshalb zieht die Stadt Trier nun die Notbremse. Wir möchten gerne, dass an der Kabinenbahn, einer der exponiertesten Stellen in Trier, wieder etwas passiert, dass dort Stadtgestaltung stattfindet. Und wir haben deshalb, weil dort seit vielen Jahren vom Pächter nichts mehr in Gang gesetzt worden ist, das Heimfallrecht ausgesprochen, erklärt mit dem Ziel, dass wir dort dieses Gebiet entsprechend überplanen können und quasi den Trierern zurückgeben können. Im Klartext bedeutet das, die beiden Gondeln in den Trierer Stadtfarben Rot und Gelb werden wohl nie wieder Passagiere über die Mosel befördern. Das Heimfallrecht bedeutet, dass die Stadt vor Ablauf des bis 2027 geschlossenen Erbbauvertrages ihr Gelände zurückerhält. An einen Bahnbetrieb in Rathausregie ist in Anbetracht der chronisch leeren Stadtkasse nicht zu denken. Experten schätzen, dass erst einmal rund 250.000 Euro in die Technik investiert werden müssten. Und erfahrungsgemäß sind Betriebskosten höher als die Einnahmen. Die Verluste könnten allenfalls über den zur Talstation gehörenden Gastronomiebetrieb kompensiert werden. Sollte die Stadt keinen Betriebspartner finden, dürften die Kabinenbahnanlagen am Zurlaubener Ufer in den nächsten Jahren von der Bildfläche verschwinden und damit Platz machen für eine Neuverwertung des Geländes an einer exponierten Stelle im Stadtgebiet.